Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wer nicht ganz still wird, wenn sich über ihm ein klarer Sternenhimmel spannt, der geht mir ein bisschen auf den Wecker. Und wer behauptet, es beschäftige ihn nicht, dass wir uns die Größe und das Alter des Universums überhaupt nicht vorstellen können, irritiert mich. Eigentlich gibt es doch kaum etwas Ehrfurchterregenderes als der bestirnte Himmel über uns, wie Immanuel Kant einst sagte. Deshalb habe ich mir heute Ben Moore ins Studio geholt, um mit ihm auf eine philosophische Odyssee zu gehen durch das Universum der Astrophysik. Herzlich willkommen. Thank you. It's a pleasure to be here. Herr Moore, berührt Sie der Sternenhimmel eigentlich noch, wenn Sie in einer sternklaren Nacht über sich schauen? Absolut. Es ist atemberaubend, draußen zu stehen, irgendwo hoch oben, weit weg von den Stadtlichtern. Das gibt einem das Gefühl von Ehrfurcht. Dann wird mir jedes Mal bewusst, weshalb ich Astrophysik studiert habe. Aber im Moment als Professor an der Universität Zürich, als Astrophysiker, sitzen Sie eigentlich nicht vor dem Sternenhimmel, sondern mehr vor irgendwelchen riesigen Bildschirmen, wo Sie den Anfang des Universums simulieren. Sehen Sie da hinter den Formeln noch wirklich die Sterne oder ist das einfach pure Mathematik? Das stimmt. Ich habe viel Zeit am Bildschirm verbracht und auf Zahlen und E-Mails gestarrt. Ich hätte lieber wieder die Sterne beobachtet. Deshalb habe ich mir letztes Jahr ein wirklich gutes Teleskop gekauft. Ich nehme es gerne mit in die Berge. Zurzeit gebe ich an der Universität Zürich einen Kurs in Astrofotografie. So können die Studenten hinausgehen und die Sterne genießen. Mit dem Teleskop Objekte beobachten. Es war wunderschön, zu den Anfängen zurückzukehren und das Universum wieder mit meinem Auge zu betrachten. Und haben Sie das Gefühl, das teilen Sie mit Ihren Studenten? Also sind die meisten, die Astrophysiker sind, auch wirklich nach wie vor fasziniert von den Sternen? Oder gibt es auch die puren, sagen wir, Mathematiker unter den Astrophysikern, die gar nicht so sehr die Schönheit des Alls bewundern? Ich denke, viele Studenten haben ihr Studium der Astrophysik begonnen, weil sie die Sterne beobachtet und ein Interesse entwickelt haben für das, was da draußen ist. Und wenn sie dann den Bachelor machen oder doktorieren, dann schlagen sie sich nur noch mit Gleichungen und Computern herum. Sie haben kaum mehr die Möglichkeit, hinauszugehen und den Nachthimmel zu würdigen. Also gehe ich hinaus, wann immer ich kann. Geben Sie mir noch einen Tipp, wo in der Schweiz kann ich denn den schönsten Sternenhimmel sehen? Überall außerhalb der Städte, weit weg von den Stadtlichtern. Je höher, desto besser. Ich gehe gerne nach Davos. Dort haben wir eine kleine Wohnung, einen Zufluchtsort in den Bergen, wo wir wandern gehen und uns die Sterne ansehen. Das All oder das Universum ist ja riesengroß. Allein die Dimensionen erschüttern mich, ehrlich gesagt, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Wir haben hier ein paar Bilder mitgebracht. Hier kenne ich mich gerade noch aus. Ich kann das noch als Welt, also uns, unsere Erde erkennen. Und jetzt verliere ich mich bereits. Können Sie mir einen Tipp geben, wo sind wir hier gerade? Wir reisen gerade sehr schnell durch das Sonnensystem. Diese grünen Kreise, das sind die Umlaufbahnen der Planeten. Jetzt verlassen wir den interstellaren Raum. Hier bewegen wir uns schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Wir verlassen gerade unser kleines, bewohnbares Sonnensystem. Wir reisen durch den interstellaren Raum, durch unsere eigene Galaxie. Im Hintergrund sehen wir die Milchstraße, diese drehende Scheibe der Sterne. Das ist unsere Galaxie. Wir sind unerhört schnell unterwegs und verlassen gerade die Milchstraße. Und hier der intergalaktische Raum, die Leere zwischen den Galaxien. Diese kleinen grünen Punkte stellen die Positionen der Galaxien dar. Auch unsere, die mit unzähligen Sternen gefüllt sind. Und jetzt reisen wir durch das Universum zwischen den uns bekannten Galaxien. Sind wir jetzt ungefähr in der Mitte oder immer noch ganz im inneren Kern? Es gibt keinen eigentlichen Kern. Wir reisen durch unser eigenes Universum. Jetzt gehen wir zurück zur Erde. Wie groß ist denn dieses Universum im Moment? Es expandiert ja weiter, aber wie groß ist es im Moment? Diese Frage wird häufig gestellt. Den Umfang des Kosmos, des Universums zu beschreiben, ist extrem schwierig. Ich kann es nicht.
Mein Verstand ist nicht an die riesigen Zahlen und Größen in unserem Universum gewohnt. Wir erfassen mit unseren Augen zum Beispiel eine Menge von ein paar tausend Menschen. Wir können ein paar Kilometer weit sehen. Vielleicht haben Sie $1 Million auf dem Bankkonto. Die sehen Sie zwar nie, doch 1 Million ist noch erfassbar. Aber wir sind es nicht gewohnt, 1 Milliarde zu sehen. Wir haben keine Vorstellung von solchen Mengen. Ich kann versuchen, die Größe des Universums zu veranschaulichen. Ja, Sie wollten gerne Zucker haben, um das zu zeigen. Wir haben Ihnen Zucker mitgebracht. Zeigen Sie mal, wie groß. Gut, den Kaffee nehme ich später. Ich beginne mit dem Zucker. Um etwas über die Größe unseres Kosmos zu sagen, müssen wir die Größen von Objekten im Maßstab ändern. Stellen wir uns vor, jeder dieser Zuckerkristalle sei ein einzelner Stern. Das hilft uns, den Kosmos zu veranschaulichen. In dieser Schüssel befindet sich etwa 1 Kilogramm Zucker. Die Körner habe ich vorher noch abgezählt. Das sind etwa 1 Million Zuckerkörnchen. In dieser Schüssel sind also etwa 1 Million Sterne. Allein unsere Galaxie ist ziemlich groß und enthält etwa 100 Milliarden Sterne. Wir würden also etwa 10.000 solcher Schüsseln benötigen, nur um die Sterne in unserer Galaxie darzustellen. Und das würde den ganzen Raum hier füllen. Und das ist dann erst unsere Galaxie. Das ist nur eine Galaxie. Und allein in unserem sichtbaren Universum sind da noch viele mehr. Legen wir unseren einen Stern mal hier drauf. Dieses Zuckerkörnchen hier stellt unsere Sonne dar. Im Vergleich dazu ist unsere Erde nur ein Körnchen in der Größe eines winzigen Bakteriums, 2 Zentimeter von der Sonne entfernt. Unser Sonnensystem würde diesen Maßstab füllen. Um zum nächsten Stern zu gelangen, müsste ich 5 Kilometer weit wandern und dieses Zuckerkörnchen dort platzieren. Das wäre dann der Stern Alpha Centauri. Die Distanz zwischen den Zuckerkörnchen, welche die Sterne darstellen, beträgt also rund 5 Kilometer. Also die nächste Sonne oder der nächste Stern, Alpha Centauri, 5 Kilometer zu Fuß, rein von den Dimensionen her. Ja. Und wenn wir das jetzt ins ganze Weltall reinstellen, wir sind ja jetzt immer noch sehr, sehr im ganz, ganz Kleinen, immer noch bei uns. Also wir haben jetzt gerade mal die Nachbarsgalaxie thematisiert. Wie viele Galaxien gibt es denn? Wir müssten den Zucker aus 100.000 Schüsseln nehmen. Dieser Zucker würde dann ausgebreitet und sich über den Rauminhalt bis zum Mond erstrecken. Dann hätten wir unsere Galaxie. Um zur nächsten großen Galaxie zu gelangen, dem Andromeda-Nebel, würden wir in der Entfernung von ungefähr 1 Million Kilometer den nächsten Haufen Zucker platzieren. Und so geht das immer weiter. Der Weltraum ist so weitläufig, dass ich ihn auch nicht mehr mit dem Zucker darstellen kann. In unserem Universum können wir etwa 100 Milliarden Galaxien sehen. Unser sichtbares Weltall hat einen Durchmesser von ungefähr 100 Milliarden Lichtjahren. Das ist aber nur die Distanz, welche wir sehen können. Das ist die Distanz, die das Licht seit dem Urknall zurückgelegt hat, also seit der Entstehung unseres Universums. Wir können nicht über diese Distanz hinaussehen, weil das Licht noch keine Zeit gehabt hat, zu uns zu gelangen. Was jenseits dieser sichtbaren Sphäre um uns herum liegt, wissen wir nicht. Was jenseits der 100 Milliarden Lichtjahre liegt, wissen wir nicht. Wir wissen also nicht, wie weit das Universum reicht. Es könnte unendlich weit sein oder auch nur ein wenig weiter. Wir wissen es nicht. Und laut Einstein werden wir es auch nie wissen. Warum können wir es nie wissen? Weil das meiste in Einsteins Theorie über das Universum, also die allgemeine Relativitätstheorie, auf dem Postulat basiert, dass Information nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit sein kann. Wir können also nie Informationen darüber erhalten, was über der Distanz liegt, die das Licht zurückgelegt hat. The distance at which light has traveled. Deswegen ist meine Frage, die ich jetzt stellen möchte, wahrscheinlich die dümmste Frage überhaupt, aber ich muss sie trotzdem stellen. Was war denn oder wo ist sozusagen das Ende des Universums und was kommt dahinter? Wir können ja keine Grenze denken, ohne zu denken, dass etwas jenseits der Grenze liegt. Also was ist hinter dem Universum? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich geht es einfach immer weiter mit noch viel mehr Galaxien in alle Richtungen. An einem gewissen Punkt kommt es wohl ans Ende. Ich weiß es nicht. Wir können es nicht sagen. Ich mag die Unendlichkeit nicht. Ich kann mir das unendliche Universum nicht vorstellen, dass es einfach immer weitergeht in alle Ewigkeit. Vielleicht gibt es ein Ende des Raums und an diesem Ende würde sich der Raum krümmen. Würde man an die Grenze des Universums stoßen, würde man das nicht merken, weil das Licht sich krümmen und wieder zurückkehren würde. Man würde die Galaxien von der anderen Richtung aus sehen. Dann müssten wir das Nichts beschreiben. Und das ist ein schwieriges Konzept. Was ist das Nichts jenseits dieser Grenze? Das sind alles die unglaublich schwierigen Konzepte und da kommt man ja eigentlich zur Philosophie. Und ich finde auch, wenn man einen Sternenhimmel anschaut, Sie haben selber gesagt, dass Sie das nach wie vor berührt, dann ist es nicht nur philosophische Fragen, die mir durch den Kopf gehen, sondern viele Menschen haben ja auch so etwas wie ein religiöses Gefühl, wenn sie ins All gucken. Das sind religiöse Gefühle, die einen dann einfach erfüllen, weil es so unglaublich schön ist, aber auch so unglaublich unfassbar. Kennen Sie selber solche Gefühle, religiöse Gefühle angesichts des Blicks ins Universum? Gewiss erlebe ich ein Gefühl von Ehrfurcht und Erstaunen. Ich würde das nicht unbedingt als ein religiöses Erlebnis bezeichnen, aber ich nehme die Schönheit des Universums wahr, mit seiner unglaublichen Physik, Mathematik, den Wissenschaften, deren Aufeinandertreffen uns Sterne und Galaxien schenken. Unser Universum ist ein unglaublich komplizierter Ort. Wir fangen erst an, es zu begreifen. Aber Gott halten Sie nicht für eine besonders gute Idee? Für mich bringt die Idee eines Gottes als Schöpfer des Universums keine neue Erkenntnis. Wir wissen zwar nicht, wie unser Universum entstanden ist. Das ist immer noch eines der großen Probleme. Es gibt hunderte verschiedener Religionen auf unserem Planeten. Sie alle haben verschiedene Vorstellungen von der Entstehung des Universums. Das ist großartig, denn die Menschen sind wirklich daran interessiert und wollen das verstehen. Darum gibt es die verschiedenen Geschichten über die Entstehung des Universums. Gott als Schöpfer ist eine davon. Aber für mich erklärt dies nichts. Man müsste dann immer noch zu erklären versuchen, woher Gott kommt. Wir haben Hans Dietler Mutschler getroffen. Er ist Philosoph, Physiker und Theologe. Und er sagt, es überrascht ihn nicht, dass Gott eigentlich für die Naturwissenschaften nicht wirklich interessant ist, ja, dass die Naturwissenschaften Gott eigentlich gar nicht brauchen. Schauen wir uns an, was er dazu zu sagen hat. Ja, den Gott braucht es überhaupt nie in der Physik, der kann da gar nicht vorkommen. Der ist durch die Methode schon ausgeschlossen, der ist kein mögliches Objekt der Physik. Infolgedessen kann er auch seine Existenz nicht negiert werden von dort aus. Also wenn ein Physiker sagt, ich brauche den Gott nicht, sage ich, ja, ich gratuliere. Aber das sagt gar nichts über seine Existenz aus. Der Physiker braucht auch keine Freiheit, er braucht keine Vernunft, er braucht kein Bewusstsein. Aber daraus kann ich doch nicht schließen, dass es kein Bewusstsein gibt oder keine Freiheit. Nun, ich würde gerne verstehen, wann und wie unser Universum entstanden ist. Ich denke, nur die Wissenschaft kann diese Frage beantworten. Vielleicht könnte die Wissenschaft zu Gott führen. Und wenn das die Antwort wäre, dann wäre das so. Dann hätten wir die Evidenz und den Beweis. Wenn die Wissenschaft zu einem alternativen Szenario führen würde, wäre eben das die Antwort. Und die beiden Lösungen, die halten sich im Moment die Waage? Also würden Sie sagen, es ist schon möglich, dass wir irgendwann Gott beweisen können? Der Beweis dieses Beweises, ich weiß es nicht. Es ist eines der schwierigsten Probleme, mit dem wir konfrontiert sind. Wir forschen allerdings erst seit ein paar Jahrhunderten wissenschaftlich darüber. In den wenigen 100 Jahren sind wir weit gekommen. Wir haben gemerkt, dass das Universum einen Anfang hatte und dass es ein Ende haben wird. Das ist ein riesiger Fortschritt. Wir verstehen unser Universum bis eine Sekunde nach dem Urknall. Aber da stecken wir fest. Geben Sie uns nochmals 1000 Jahre, dann werden wir ein paar Antworten mehr haben. Wir müssen ja nicht alle Antworten bereits heute haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit, denken Sie. Wenn Sie den Urknall erwähnen, der hat ja eigentlich sozusagen, ist an die Stelle Gottes getreten ein Stück weit. Also man hat sich immer gefragt, wie hat das alles angefangen und heute geht man eigentlich von dieser Urknalltheorie aus. Irgendwann hat der Urknall stattgefunden.
Wie kam es denn zu diesem Urknall? Irgendwann muss ja diese unendliche Energie da gewesen sein. Also irgendetwas muss die Initialzündung sozusagen gegeben haben. Weiß man darüber etwas? Ja. Yeah. Der Urknall ist eigentlich eine Beschreibung dessen, was wir über das Universum wissen. Das Universum hat zum Zeitpunkt T0 begonnen. Aber wir begreifen T0 nicht. Das ist der Augenblick, in dem es begonnen hat. Unsere Physik reicht nur bis zu einem Bruchteil der ersten Sekunde an den Urknall heran. Der Urknall beschreibt, wie sich das Universum nach seiner Entstehung bis heute entwickelt hat. Über den allerersten Augenblick sagt der Urknall nichts aus. Nur, dass es einen Ursprung gegeben hat. Doch wir wissen nicht, was dieser Ursprung wirklich ist und wie es dazu gekommen ist. Eine der aufregendsten Entdeckungen des letzten Jahrzehnts war die Antwort auf die Frage: Was ist die Energie des Universums? Es ist eine Zahl, welche mittels Beobachtungen berechnet wurde. Nun, die durchschnittliche Energie im Universum ist genau Null. Die gesamte Energie unseres Universums ist Null. Das müssen Sie mir genau erklären. Was heißt das genau? Es gibt die Energie in der Ausdehnung des Raumes und die negative Energie der Schwerkraft, welche dagegen hält und zurückzieht. Dann gibt es die schwarze Energie, das ist die neu entdeckte Energie. All diese Energien können wir messen, die positive Energie und die negative. Sie neutralisieren sich und ergeben Null. Um also das Universum zu erschaffen, benötigt man lediglich etwas Raum und Null Energie. Dann trennt man die Null Energie in positive und negative Energie und so hat man die Ausdehnung. Doch schon lautet die nächste Frage: Woher stammt dieses Stück Raum? Und wer hat diese Energie voneinander auseinandergenommen? Also das ist ja wirklich so die Idee des unbewegten Bewegers, denn die Idee, die die Philosophen immer schon beschäftigt hat. Wer ist sozusagen derjenige, der diese Initialzündung gegeben hat? Und dann natürlich ist es eine eigenartige Idee, sich vorzustellen, da sitzt ein Gott, der sowas gemacht hat. Aber trotzdem kriegt man doch diese Frage nicht weg. Oder können Sie diese Frage ausblenden? Der Kosmologe will auf diese schwierige Frage eine Antwort finden. Wir hoffen, dass es uns eines Tages gelingen wird. Leider haben wir noch keine Antwort darauf. Doch die Idee des entworfenen Universums ist für mich ein bisschen eigenartig. Besonders die Vorstellung, das Universum sei einzig für den Menschen erschaffen worden. Ich mag die Idee von der Sonderstellung des Menschen in diesem Universum nicht. Ich hoffe, die Wissenschaft werde mit der Zeit diese Frage beantworten. Wir müssen bloß abwarten, um die Antwort zu erfahren. Ich erlebe Sie als sehr positiv denkend über die Wissenschaft. Sie denken, wir werden da immer weiter Fortschritte machen. Manchmal kriege ich fast den Eindruck, ich meine, ich verstehe natürlich überhaupt nichts von dieser Materie, aber es kommt mir manchmal ein bisschen vor, als hätte man heute unglaublich komplizierte Theorien und Modelle entwickelt, um zu erklären, was passiert ist. Aber eigentlich verstehen wir diese Modelle selber gar nicht mehr so richtig. Es ist pure Mathematik, aber so richtig mit unserem Empfinden und unseren Intuitionen können wir es nicht mehr in Einklang bringen. Sie haben am Anfang auch gesagt, allein die Zahlen sind so groß, wir können sie uns nicht vorstellen. Geht es uns ein bisschen so, wie Immanuel Kant das mal beschrieben hat, dass wir von Fragen belästigt werden, die uns die Vernunft aufgegeben hat, aber wir haben keine Vernunft, die sie lösen kann? Man könnte so darüber denken. Die Fragen, die wir beantwortet haben wollen, sind die großen Fragen wie: Warum sind wir hier? Wohin gehen wir? Bei diesen Fragen vermag die Wissenschaft nur an der Oberfläche zu kratzen. Was wir wissen und was wir nicht wissen, steht in großem Ungleichgewicht. Wir wissen nur ganz wenig von dem, was es zu wissen gibt. Ob wir all diese Fragen beantworten können, weiß ich nicht. Aus pessimistischer Sicht kann ich all das erklären, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, was Raum ist, der Raum zwischen mir und Ihnen. Wir wissen nicht wirklich, was Zeit ist, was Teilchen sind. Wir wissen nicht, was Kräfte sind, was Schwerkraft ist. Wir haben keine Ahnung, was vor sich geht. Wir können es zwar mit einer Formel beschreiben, aber das ist unbefriedigend.
Ich will mit ganzer Wahrnehmung erfassen, was uns am Boden unseres Planeten hält. Und das macht mich unzufrieden. Es gibt unzählige Dinge, die wir nicht verstehen. Zum Beispiel die Ladung des Elektrons. Wäre dieses nur leicht anders, dann gäbe es keine Sterne und kein Leben. Wieso ist das Universum so fein abgestimmt? Wunderbare Fragen, aber wie ich schon gesagt habe, leider hat die Wissenschaft erst damit begonnen, diese Fragen zu beantworten. Sie weisen mich immer wieder in meine Schranken zurück, weil Sie sagen, die Naturwissenschaften sind dasjenige, mit dem Sie sich beschäftigen, und die anderen Fragen, da wissen wir einfach nichts. Lassen Sie mich doch noch einmal auf die Religion zurückkommen, weil ich habe dieses Buch mit großem Interesse gelesen von Ronald Dworkin. Ist schon 2 Jahre alt, Religion ohne Gott. Und er beschäftigt sich damit, darin auch mit Einstein. Weil Einstein hat ja von sich gesagt, er sei eigentlich ein tiefgläubiger Mensch. Aber es ist ein Glaube ohne Religion. Oder es ist eine Religion ohne Gott. Es ist kein Theismus. Und Dworkin schlüsselt das sehr schön auf. Er sagt, eigentlich haben die gläubigen Menschen meistens 2 Ideen im Kopf. Einerseits eine Wissenschaftsidee, eine Theorie darüber, wie die Welt entstanden ist, und da setzen sie Gott hin. Und eine Idee darüber, dass dieses Universum und unsere Welt irgendein wertvolles, sinnhaftes, geordnetes Ganzes ist und nicht einfach ein Teilchenhaufen, nicht einfach ein Chaos. Und Dworkin sagt, jemand wie Einstein und auch jemand wie er selber würden nicht an einen Gott glauben, der die Erde erschaffen hat, aber man hätte doch dieses Gefühl und diesen Eindruck, wenn man durch den Grand Canyon wandert oder wenn man den Sternenhimmel betrachtet oder wenn man in die Augen eines Neugeborenen blickt, dass da einfach mehr sein muss. Und dass es nicht einfach nur ein Teilchenhaufen ist und wir irgendeine bedeutungslose Eintagsfliege. Können Sie mit dieser Art von Religion etwas anfangen? Ich denke, dass unsere Gehirne oftmals glauben müssen, dass da mehr ist. Die Neurowissenschaften werfen neuerdings ein Licht darauf. Es ist ja gut, wenn sie an mehr glauben wollen, als man wahrnehmen kann. An Engel, an Drachen, an Feen oder an Gott. Das ist großartig. Glauben Sie, was immer Sie wollen, wenn es Sie glücklich macht. Aber mir hilft das keineswegs. Und auch der Wissenschaft hilft der Glaube nicht, das Universum zu verstehen. Und deshalb muss man trennen zwischen Staat und Religion oder zwischen Wissenschaft und Religion. Glauben Sie, was immer Sie wollen, das kann ich gut akzeptieren. Es gibt dann ein Problem, wenn Sie Ihre religiösen Ansichten anderen auferlegen wollen. Gut, das ist nochmal ein anderes Thema, die ganze Missionierung von ungläubigen Menschen. Ich glaube, es ging mir vielmehr darum, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist doch zu sagen, dass alles, diese Schönheit, der Grand Canyon, ein neugeborenes Kind, wir, das ist alles einfach das Ergebnis eines Zufalls. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Die Neurowissenschaften wollen uns aufzeigen, wie unser Hirn mit der Zeit lernt, dass sich unser Bewusstsein mit der Zeit verändert und weiterentwickelt. Wir machen diese Erfahrungen mit unseren Sinnen. Unser Bewusstsein, unsere Selbsterkenntnis, all diese Eindrücke sind in unserem Gehirn gespeichert und lassen diese Gefühle der Schönheit aufkommen. Ob sich die Schönheit entlarven lässt als chemische Reaktion, die sich in unserem Gehirn abspielt, nun, das wissen wir noch nicht, aber es kann sein. Und wie ist es mit dem Zufall? Die Erde ist ein Zufall? Die Menschheit ist ein Zufall? In Ihrem Bild. Ich denke, wir sind ein bemerkenswerter Zufall. Wir sind eine Konsequenz von Molekülen, die das tun, was Moleküle tun, interagieren, sich aneinander heften und immer komplexere Systeme bilden. Ich will mir keine Definition von Leben anmaßen, das ist schwierig. Doch eine Definition wäre, dass wir selbst replizierende molekulare Maschinen sind. Weshalb tauchen gewisse Dinge auf und bringen Planeten oder Moleküle hervor? Ich kenne die Antwort nicht. Aber die könnte mit der Idee eines Multiversums zusammenhängen, also damit, dass das Universum unheimlich groß ist und dass es je nach Standort im Universum andere physikalische Gesetze gibt. Da gibt es alle Möglichkeiten. Es gibt Stellen des Universums, in denen es keine Moleküle und keine Kräfte gibt.
Und in diesem weiten Raum der Möglichkeiten gibt es Regionen des Universums, die Moleküle entstehen lassen können, die sich binden und die vervielfältigende Strukturen aufbauen können. Und diese wiederum können sich zu Formen von Leben entwickeln. Es sind wunderbare Fragen, aber ich entschuldige mich, dass ich nicht alle Antworten habe. Kommen Sie in 1000 Jahren zurück und wir können Ihnen vielleicht weiterhelfen. Leben wir dann noch? Leider haben diese molekularen Gebilde den Tod in ihrer DNS eingeprägt. Sonst würde die Evolution ja gar nicht funktionieren. Sie wäre bei den ersten Geschöpfen, die ewig gelebt hätten, stecken geblieben. Die Evolution braucht den Tod, um weiterzukommen, durch Selektion von besseren Varianten. Es gibt aber keinen physikalischen Grund, dass wir nicht ewig leben könnten. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, kommen Sie in 1000 Jahre wieder. Sie haben wunderschöne Fragen, aber ich habe keine Antwort darauf. Welche philosophischen Fragen interessieren denn Sie? Ich finde all diese Fragen interessant. Deshalb bin ich ja auch Astrophysiker geworden. Mein Vater stellte dieselben Fragen. Er war Förster und hatte nicht die Möglichkeit, auf die Universität zu gehen. Aber er hat darüber nachgedacht. Woher stammt unser Planet? Wie hat das Universum begonnen? Was sind schwarze Löcher? Er ermutigte mich, zu studieren. Insgesamt hat die Wissenschaft einige seiner Fragen beantwortet. Leider gibt es immer noch viele, die wir noch nicht beantworten können. Das heißt, Sie haben schon auch diese philosophische Neugier, auch wenn Sie noch keine Antworten haben. Es gibt ja auch noch eine andere Dimension in Ihrem Leben, nämlich die Musik. Und ich wollte Sie gerne fragen, wenn Sie den Sternenhimmel anschauen, ist denn das, was Sie für sich daraus ziehen, vielleicht auch eine Inspirationsquelle für Ihre Musik? Musik ist für mich eine Möglichkeit, mein Gehirn zu entspannen, um abzuschalten, um rhythmische Abläufe zu erzeugen, zu denen ich tanzen kann. Das genieße ich. Wir sehen hier einen Musikclip von Ihnen. Entschuldigung. Iron Drive, das ist ein Tanzclub-Song, den ich gemacht habe. Das Video dazu hat die Tochter meiner Schwester gemacht. Gehen Sie gerne tanzen? Ja, meist nur ein- oder zweimal im Jahr, eher zur Entspannung. Manchmal gehen wir auch in einen Club. Ich glaube, Sie haben hier auch Ihr Album mitgebracht, eine CD, die Sie herausgegeben haben. Ist das ein Hobby von Ihnen, was Sie so hier und da betreiben, oder nimmt das richtig viel Platz ein, so neben Ihren ganzen Berechnungen des Beginns des Universums? Für mich ist es ein Hobby, eine Art zu entspannen. Es ist schwierig, mehr als ein, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Es gibt den Alltagsberuf, das Tagesgeschäft des Professors. Nach getaner Arbeit entspanne ich mich und mache etwas anderes, schreiben oder Musik machen. Um dieses Album fertigzustellen, habe ich 2 Jahre gebraucht. Ich ging jeden Monat jeweils an einem Sonntag ins Studio. Dieses Vergnügen, dieses Fun-Project, braucht Zeit. Sie sagen jetzt ein Fun-Project, das macht in erster Linie Spaß, aber Sie ziehen ja schon auch Sachen sozusagen aus der Astrophysik in die Musik rein. Also es gibt einen Song von Ihnen, da haben Sie irgendwie, glaube ich, versucht, Big Bang da irgendwie reinzubringen. Also Sie versuchen spielerisch die Sachen schon zu verbinden, oder? Nun, Weltraum und Universum sind offensichtlich eine Leidenschaft von mir. Es ist schön, diese mit Musik zu verbinden. Einer meiner Songs hat als Kickdrum das Geräusch einer kollabierenden Supernova. Wenn man große Ohren hätte, könnte man dem Tod eines Fixsterns zuhören, wie sein Eisenkern innerhalb einer halben Sekunde in sich zusammenstürzt. Das gibt einen großartigen Kickdrum für den Song. Das kann man wirklich berechnen, wie das klingt, und dann bauen Sie es ein in einen Song. Ja, man nimmt einfach einen Stern aus Eisen von der Größe unserer Sonne und berechnet die Schallwellen, die entstehen, wenn der Eisenkern zu einem schwarzen Loch kollabiert. Aber es gibt keine Geräusche im All da draußen, oder? Gewisse Geräusche gibt es schon, da doch einige Moleküle vorhanden sind. Die Schallwellen kommen von der Oberfläche her. Dann ist da die Gashülle, welche die Supernova umgibt, wenn diese explodiert. Man kann den Schall hören, der sich durch das Gas ausbreitet.
Irgendwie scheint ja das Interesse für Astrophysik ansteckend zu sein. Ihre Frau zumindest haben Sie damit infiziert. Sie haben zusammen mit ihr dieses Buch hier geschrieben, gibt es auf der dunklen Seite vom Mond Aliens. Da geht es um Kinderfragen und Ihre Frau hat es illustriert mit Zeichnungen, so in dieser Art. Da sieht man, wie sie gemeinsam eigentlich ein Interesse teilen. Ihre Frau hat auch ein Geschäft eröffnet. Da kann man Sachen kaufen als Hobbyastronomen, was Hobbyastronomen so brauchen, aber auch irgendwelche Spiele, die zu tun haben mit Astronomie. Ist das wirklich so etwas, was Sie auch gemeinsam teilen mit ihr, in Ihrer Familie? Nun, wir dachten, Menschen werden durch den Weltraum inspiriert. Darum haben wir letztes Jahr einen kosmischen Concept Store eröffnet, das einzige Ladengeschäft, das wir kennen, welches Weltraumartikel verkauft. Das können Schmuck oder Socken sein, was auch immer. Es gibt eine Reihe schöner Dinge. Die Leute lieben den Weltraum. Meine Frau teilt dieses Interesse auch. Wir haben den Text zusammengeschrieben und sie hat ihn auch illustriert. Machen wir einen Schnitt noch mal zurück. Sie haben vorhin ein Stichwort erwähnt. Sie haben gesagt, eigentlich könnten wir uns selbst beschreiben als molekulare Maschinen, die sich reproduzieren können. Das ist eigentlich ungefähr das Menschenbild, das Materialisten oder Physikalisten haben. Es ist das Menschenbild, was in den Naturwissenschaften letztendlich vorherrscht. Nun kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen frustrierend. Wenn ich an mich selber denke, an die Subjektivität, die wir empfinden, unser Bewusstsein, dann denkt man doch, sind wir irgendwie mehr. Also das würde ja heißen, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, so was sind wie ein neuronaler Juckreiz und nicht mehr. Also alles, was wir empfinden, ist eben nur biochemisch. Ist es für Sie befriedigend und genug? Ich bin kein Neurowissenschaftler, aber ich hoffe, dass ich jedes sichtbare Phänomen um mich herum im Universum irgendwie quantifizieren und es durch die bekannten Kräfte der Natur erklären kann. Das ist mir lieber, als mich auf etwas völlig Unbekanntes zu berufen, das ich nicht beschreiben kann. Wenn ich Neurowissenschaftler wäre, würde ich, um unser Bewusstsein zu verstehen, von Bekanntem ausgehen. Ich würde mich nicht auf etwas anderes berufen. Wenn es etwas anderes gibt, dann können wir das erforschen. Ich kenne die Antwort nicht. Meine Tochter ist jetzt 17 und will in die Schweiz kommen, um hier Neurowissenschaften zu studieren. Ich habe sie für dieses Gebiet begeistern können. Sie wird hoffentlich mithelfen, diese Frage in der Zukunft zu beantworten. Ich denke mal nur mit all diesen Theorien, die mir eigentlich schon einleuchten, ist es trotzdem ein bisschen so, als würde ich selber zum Alien in dieser Welt, weil ich irgendwie mich nicht mehr zurechtfinde in meiner eigenen Denkwelt, weil ich den Eindruck habe, wenn ich mir wirklich vorstelle, dass das alles nur irgendwie neuronale Prozesse sind, die mir da durch den Kopf schwirren, dann deckt sich das ja nicht mit meinem Empfinden. Ich habe das Gefühl, da steckt ein Ich darin. Da gibt es einen Geist, da gibt es ein Bewusstsein. Und es hat was extrem Irritierendes, sich das überhaupt gar nicht erklären zu können. Ja, vielleicht ist es die Angst vor unserer Demut. Die Angst davor, dass wir nur Moleküle sind, eine Folge molekularer Interaktionen. Wenn Sie unser Bewusstsein verstehen als Erkenntnis unserer Welt und von uns selbst, dann ist dieses Problem vergleichbar mit dem Verstehen des Urknalls, der Entstehung unseres Universums. Bei diesen beiden Fragen sind wir erst am Anfang und beginnen erst, an der Oberfläche zu kratzen und zu verstehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir über den Urknall und über unser Bewusstsein nur so viel. Wir wissen, dass wir weitergekommen sind, dass wir das Universum bis zurück zu einer bestimmten Zeit verstehen. Und wir verstehen, dass unser Bewusstsein irgendwie mit einem neuronalen Netz zusammenhängt und mit den Informationen, die darin fließen. Aber es ist auch ein schrecklich komplizierter Prozess. Ich denke, die Neurowissenschaften machen große Fortschritte. Aber ich weiß nicht, ob sie die Antworten der Psychologen vollständig befriedigen. Das sind wahrscheinlich auch die ganz schwierigen Fragen. Man sagt ja auch, das Mind-Body-Problem, das Leib-Seele-Problem, ist eigentlich in der Philosophie immer noch eines der allerschwierigsten. Es ist ungelöst und die Philosophen streiten sich, wie man dieses Problem lösen kann. Und kürzlich hat ein Philosoph, Thomas Nagel, ein Buch geschrieben, in dem er gesagt hat,
alle die Versuche zu erklären, wie das Universum entstanden ist, müssten doch irgendwie eine Idee auch davon geben, wie so etwas wie Geist in diese Welt gekommen ist oder in dieses Universum gekommen ist. Das müsste sozusagen mitgedacht gewesen sein vom ersten Moment an. Und deswegen glaubt er auch, braucht es noch eine Idee mehr und nicht nur Naturwissenschaften, nicht nur reinen Materialismus. Gibt es da schon irgendwelche Fortschritte oder irgendwelche Ideen eines Astrophysikers, wie der Geist in die Welt gekommen ist? Ich würde nicht sagen, dass die Astrophysik... Meine Kollegen und ich sind zwar an diesem Thema interessiert, aber ich denke nicht, dass wir in einem Forschungskontext zu diesem Thema etwas zu sagen haben. Ich glaube nicht, dass meine Disziplin dabei helfen kann. Diese Probleme sind zu groß. Sie hängen nicht miteinander zusammen. Außer in dem Sinn, dass die Entstehung der Planeten und Galaxien, also dass die vielen Geräusche, die Energie, die Partikel irgendwie geordnet worden sind und etwas Struktur in die Komplexität gebracht wird. Dasselbe gilt für die Entstehung des Gehirns. Ein System, das sich langsam von einem ungeordneten System, einem Haufen Atome und Moleküle, hin zur Komplexität und Ordnung entwickelt hat, das es heute ist. Der Ursprung der Komplexität könnte also das gemeinsame, das verbindende Thema sein. Und wenn es diese Möglichkeit gibt, dieser Entwicklung, die vonstatten geht, dann stellt sich natürlich auch die Frage, sind wir eigentlich die Einzigen, die so entwickelt sind, so intelligent geworden sind? Sind wir die Einzigen, die irgendwo hier am Leben sind? Und da sagen Sie, nein, ich kann Sie trösten, es gibt eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo da draußen noch anderes Leben gibt. Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwo noch Leben gibt? Okay. Gut, das wird die Frage des Tages. Kehren wir zum Thema Gehirn zurück. Auf unserem Planeten gibt es mindestens 1 Million verschiedener Spezies, die sich unabhängig in mannigfaltiger Weise entwickelt haben, mit Gehirnen. Wir haben unser Gehirn in den letzten paar hunderttausend Jahren entwickelt und sind zu dem geworden, was wir sind. Elefanten sind gewiss klug und haben Gehirne, die so groß sind wie unsere. Ein Oktopus hingegen hat ein komplett anderes neuronales System. Aber er ist ein sehr intelligentes, problemlösendes Geschöpf. Leben ist Intelligenz und nicht nur auf den Menschen beschränkt. Und nun fragen wir uns, was liegt da draußen inmitten der Sterne? Gibt es außerirdisches Leben? Und wie könnte dieses aussehen? Diesbezüglich hat die Astronomie in jüngster Zeit große Fortschritte gemacht. Durch die Entdeckung, dass die meisten Sterne am Nachthimmel ihre eigenen Planeten haben, die sie umkreisen. Stellen Sie sich beim Betrachten des Sternenhimmels vor, jeder einzelne Stern hat eigene Planeten, die ihn umkreisen. Da es allein in unserer Galaxie Milliarden von Sternen gibt, ist die Möglichkeit gegeben, dass Leben unabhängig von unserer Erde entstanden ist. Angesichts der Verschiedenartigkeit und der unglaublichen Evolution, welche auf unserem Planeten stattgefunden hat, von Mikroben bis zu Elefanten, sehe ich nicht ein, weshalb dies nicht auch in anderen Welten stattgefunden haben kann. Also ist die Chance sehr hoch für Sie, dass es da Leben gibt. Sie möchten sich nicht wirklich festlegen. Wir können es nicht. Dieses Thema ist ein wenig ärgerlich. Schauen Sie, in der wissenschaftlichen Literatur gibt es Dutzende Abhandlungen, die sagen, Leben ist extrem unwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich. Sie alle sind falsch, denn wir wissen nicht, wie Leben begonnen hat. Also können wir nicht anderswo nach der Wahrscheinlichkeit von Leben suchen, solange wir nicht wissen, wie es begonnen hat. Ich werde mich also nicht über die Wahrscheinlichkeit äußern. Doch was ich mit einem guten Gefühl sagen kann, ist, dass es da draußen Milliarden von Planeten wie unsere Erde gibt. Ich glaube nicht, dass unser Planet und unser Stern einzigartig sind. Und warum sollte dann Leben eine Besonderheit unseres Planeten sein? Ich bin natürlich als Laie immer daran interessiert, die dümmsten Fragen oder die größten Fragen beantwortet zu kriegen. Sie weisen mich dauernd darauf hin, dass man darüber noch nicht so viel weiß. Was ist denn für Sie als Professor für Astrophysik ein guter Tag vor dem Computer? Gibt es diesen Moment, wo Sie merken, jetzt habe ich was rausgefunden? Jetzt ist wirklich die Gleichung richtig? Gibt es diese Momente noch?
Ja, die gibt es noch. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn Sie ein neues Phänomen entdeckt haben und Sie es als erster Mensch sehen. Das ist schon etwas Besonderes. Es geschieht allerdings nicht regelmäßig. Wissenschaft funktioniert nicht so. Üblicherweise entwickelt sich die Wissenschaft stufenweise, Schritt für Schritt. Entdeckungen sind heutzutage meist das Ergebnis vieler Wissenschaftler, die zusammenarbeiten und auf den Resultaten anderer Wissenschaftler aufbauen. Ab und zu kommt man zu einer persönlichen Einsicht und das ist dann ein großartiges Gefühl. Wenn wir diesen Menschen uns vorstellen als molekulare Maschine, wenn ich bei diesem Ausdruck bleiben darf, dann ist der Tod ja eigentlich auch nichts anderes wie das Herunterfahren eines Betriebssystems. Langsam werden die Moleküle sich abkühlen und aufhören zu funktionieren und dann ist irgendwann Sensefeuer. So würden Sie wahrscheinlich den Tod auch beschreiben. Sie sagen in Ihrem Buch Elefanten im All, dass Sie nicht so oft über den Tod nachdenken und sagen, leider denken Sie nicht so oft über den Tod nach. Warum leider? Wie Sie gesagt haben, wenn wir sterben, schaltet sich unsere molekulare Maschine aus und unser Gehirn zerfällt im Boden und wird wieder rezykliert. Das ist die Zukunft vieler Generationen von Leben. Sie nehmen unsere Kohlenstoffatome in ihre Körper auf. Unsere Atome sind durch viele Generationen von lebenden Organismen gegangen. Wir sind wahrscheinlich das Ergebnis zehntausender Spezies, die gestorben sind und deren Moleküle wiederverwertet und zu unseren geworden sind. Ja, ich denke, wenn wir sterben, dann war es das. Das Leben ist vorbei. Also genießen Sie Ihre Zeit auf dieser Welt, solange wir da sind, und machen Sie das Beste daraus. Das ist so ein Carpe Diem-Motiv. Sie sagen, möglichst das Leben ausschöpfen, weil es einfach so schön ist und weil der Tod sowieso kommt. Genau. Ist es sowas wie Ihr Lebensmotto? Es ist eines davon. Verraten Sie mir die anderen. Ich versuche, mein Leben zu genießen und das Beste daraus zu machen. Deshalb mag ich es, populäre Bücher zu schreiben und zu erklären, was wir in der Wissenschaft tun und dieses Wunder des Universums und des Lebens weiterzugeben. Ich versuche, jede Stunde mit etwas Nützlichem zu füllen. Nur ab und zu setze ich mich hin und spiele ein Computerspiel. Also auch ein bisschen Ablenkung ist was Schönes. Wir haben noch einmal Hans-Dietler Mutschler gefragt, was er sich über den Tod so denkt und warum er denkt, es braucht auch in diesem Tod irgendwie mehr als nur das Runterfahren des Systems. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Leben, was so viel Freude und auch Schmerz beinhaltet hat, was für denjenigen, der es erlebt, fundamental wichtig ist, dass das einfach ins Nichts vergeht. Vor allen Dingen kommt es mir unwahrscheinlich vor, dass es keine Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte gibt. Also wenn es kein Leben nach dem Tode gibt, wenn es keinen Gott gibt, dann sind die Opfer für ewig Opfer. Es gibt keine Gerechtigkeit für sie. Und die 6 Millionen Juden, die Hitler umgebracht haben, haben dasselbe Schicksal wie der, der sich erschossen hat. Das ist schwer verdaulich. Das ist schwer verdaulich. Punkt. Ende der Durchsage. Die Idee der Gerechtigkeit, macht die gar keinen Sinn für Sie? Not to me. Für mich nicht. Es ist schwierig, das zu akzeptieren oder zu begreifen. Wir leben und dann sind wir tot. Unsere Existenz ist in einem gewissen Sinne bedeutungslos, wo wir doch unserem Leben Sinn geben wollen. Es war ein Versuch, unserem Leben einen Sinn zu geben. Und wir machen damit trotzdem weiter. Ich würde die Frage umdrehen und sie so stellen, wo war denn das alles während des Urknalls, als es kein Leben und keine Sterne gab? Das Leben kam erst Milliarden von Jahren nach der Entstehung unseres Universums auf. Und alles Leben wird enden, wenn in der Zukunft die Sterne ausbrennen. Wo wird das Leben dann hingehen? Das Universum wird dunkel sein in ferner Zukunft. Es wird keinen Weg geben, Leben zu erhalten. Wir wissen ja, dass es im früheren Universum kein Leben gegeben hat und es wird keine Möglichkeit für ewiges Leben geben. Das Leben kann nur während einer kurzen Zeit in diesem Universum auftauchen. Wir müssen dem Leben die Bedeutung geben, die wir können. Ich kann nicht mehr Sinn hineingeben, als im Moment möglich ist.
Wow, wir sind hier. Lasst es uns genießen. Jetzt sagen Sie ja ganz richtig, man kann trotzdem seinem Leben einen Sinn geben. Also in der Philosophie unterscheidet man ja zwischen dem Sinn, der von außen kommt, also die Idee, Gott gibt diesem Leben einen Sinn, und der Idee, wir selber sind es, die unserem Leben Sinn verleihen, im Sinne von, wir haben ein sinnvolles Leben geführt. Da frage ich mich in einem so naturwissenschaftlichen Bild, woher kommt dieser Sinn, wenn wir ihn aus uns schöpfen? Also denken Sie beispielsweise, keine Ahnung, die Liebe ist etwas, was unserem Leben Sinn gibt, oder die Betrachtung der Natur? Richtig, ich denke, die Religion kann jemandem, der das braucht, diesen Sinn geben. Ich bin nie religiös gewesen, sondern habe im Leben meinen Sinn, meine Moral, auch ohne Religion gefunden. Ich denke, ich bin ein guter Mensch, ohne irgendwie religiös beeinflusst worden zu sein. Ich bin Vegetarier und habe nie in meinem Leben ein Tier gegessen. Ich weiß nicht mal, wie Fleisch schmeckt. Dieses Prinzip stammt aus der Wissenschaft. Ich finde es wunderbar, am Leben zu sein. Ich würde das Leben eines anderen Tieres nicht beenden wollen. Ich würde andere Tiere auch nicht grausam behandeln, bloß weil ich sie essen will. Aus diesem Grund esse ich kein Tier. Leben ist wertvoll. Doch diese Moral habe ich nicht von der Religion, sondern aus der Sorge um die Welt um mich herum, von Gleichgesinnten, vom Einfluss meines Vaters und von der Wissenschaft. Wie meinen Sie das, dass das ein Prinzip ist, das Sie aus der Wissenschaft haben? Weil im Grunde genommen Tiere essen Tiere. Viele sagen ja gerade naturwissenschaftlich gesehen, sind die Werte, die wir haben, eigentlich überhaupt nichts. Da brauchen wir irgendwie mehr. Irgendeine Idee einer Transzendenz oder so etwas. Ich würde den Begriff der Wissenschaft nicht so eng sehen. Eher so, wie ich es vorher beschrieben habe, das Leben beginnt und endet. Leben kann in unserem Universum nur kurze Zeit existieren. Deshalb ist es so besonders und großartig. Lassen wir das Leben an sich selbst erfreuen. Mhm. Aber Sie haben keinen sozusagen moralischen Imperativ, dass Sie sagen würden, es ist falsch, Fleisch zu essen, oder es ist falsch, einander zu quälen. Doch, aber ich würde niemandem meinen Vegetarismus aufdrängen. Ich würde nur mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass ich ein Leben lang Vegetarier und dennoch gesund und halbwegs intelligent sein kann. Ich würde meine Haltung anderen niemals aufzwingen. In unserem Universum gibt es kein richtig oder falsch, wenn Sie es naturwissenschaftlich betrachten. Wir schaffen unser Richtig und Falsch selber durch unser kollektives Verhalten, um als Spezies zu profitieren. Nur so weit kann man eigentlich gehen. Was ist jetzt, wenn wir noch einmal darüber sprechen, ob es da draußen noch anderes Leben gibt, wenn eines Tages die Aliens hier ankommen? Das ist ja ein beliebtes Motiv der Science-Fiction-Literatur. Wir haben viele Bilder im Kopf, wie diese Aliens aussehen können. Ich habe 4 mal rausgesucht. Was würden Sie sagen? Gibt es da naturwissenschaftlich gesehen irgendwelche Indizien, dass es eher wie E.T. aussieht oder eher wie so eine H.R. Giger-Skulptur unten rechts? Oder eher vielleicht wie eine solche Filmplastik? Die Hollywood-Darstellung von außerirdischem Leben ist oft sehr voreingenommen. Meistens sind es unförmige und langgliedrige Kreaturen. Doch wir haben nur Erfahrung mit dem Leben auf Erden. Wir haben keine Ahnung, wie fremdes Leben aussehen könnte. Und wenn es soweit käme, was würden wir damit anfangen? Dazu gibt es ein passendes Zitat von Wittgenstein. Er schrieb: Eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen. Das zeigt die Komplexität auf, wenn man versucht, mit fremdem Leben zu kommunizieren. Sprache ist äußerst kompliziert. Sie besteht aus Wortfolgen, Betonungen und so weiter. Würden wir eine Botschaft von fremdem Leben von einem anderen Stern empfangen, hätten Linguisten damit zu kämpfen, sie zu verstehen. Wir würden Verschlüsselungsanalytiker und Codeknacker brauchen, um eine Aliensprache zu verstehen. Ist vor diesem Hintergrund, was Sie sagen, finden Sie das ein bisschen lächerlich, dass man 1977 ja so eine Art galaktische Flaschenpost
auf den Weg gebracht hat mit Voyager 1, hat man so eine Golden Record hat man auf den Weg gebracht. Und darauf hat man ganz viele Dinge aufgespielt, von denen wir denken, das ist für die Menschheit unglaublich wichtig gewesen. Da ist Musik drauf, da sind aber auch Vogelstimmen drauf, Naturgeräusche und so weiter, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ist das ein bisschen lächerlich, diese Idee? Es ist eine schöne Idee. Es symbolisiert das, was wir bis zu jener Zeit erreicht hatten. Es war uns gelungen, ein Raumfahrzeug über unser Sonnensystem hinauszuschicken. Es war ein nettes Symbol. Natürlich hat man nicht erwartet, dass es Aliens abfangen würden. Dieses Ding würde durch den kalten, dunklen Weltraum reisen und wohl nie gefunden werden. Man hatte gar nicht dieses Ziel. Das war doch eigentlich schon das Ziel, dass es irgendwann gefunden wird, nicht? Das wissenschaftliche Ziel der Voyager war, das äußere Sonnensystem zu verstehen. Dass die goldene Datenplatte gefunden würde, stand nicht im Vordergrund der Mission. Aber es war ein schöner kleiner Fingerzeig von Carl Sagan. Okay. Stephen Hawking, den ja sehr, sehr viele Leute kennen, berühmter Astrophysiker, der sagt in letzter Zeit, wir müssen uns beeilen, bald wird es hier sehr ungemütlich. Schon in 100 Jahren, sagt er neuerdings, wird die Erde unbewohnbar sein. Teilen Sie diese Einschätzung? Das ist einer der pessimistischen Gesichtspunkte. Es gibt die Möglichkeit, dass alles bergab geht. Es sieht manchmal nicht so gut aus, wenn man den Zustand unseres Planeten betrachtet, die Umweltverschmutzung, die globale Erwärmung. Dann gibt es auch die Idee von der technologischen Singularität, welche in 100 Jahren so weit fortgeschritten sein wird, dass künstliche Intelligenz, die Robotik, Maschinen, weit intelligenter sein werden als der Mensch. Und diese würden alles übernehmen und wir würden alle durch Roboter getötet. Es gibt viele Szenarien für den Untergang unseres Planeten. Wir müssen über diese nachdenken und vorsichtig sein. Wenn wir Roboter bauen, müssen wir gut verstehen, was wir tun. Das kann helfen, diesen Prozess gefahrlos zu machen. Eine Möglichkeit ist ja auch auszuweichen. Also Stephen Hawking empfiehlt das, dass wir uns mal genauer angucken. Es wurde ja vor kurzem Centauri B entdeckt. Wir könnten da hinreisen allenfalls. Wir haben hier ein Bild vorbereitet. Das ist sozusagen auch aus unserer Nachbargalaxie. Die haben Sie vorhin ja schon erwähnt mit dem Zuckerbeispiel. Die 5 Kilometer, die wir wandern müssen, bis wir da sind. Halten Sie das wirklich für möglich, dass man dereinst auf so einem Planeten leben könnte, dass die Menschen dahin fliegen und dort sich niederlassen? Jetzt mal im Ernst. Das ist der Grund, weshalb ich da draußen geschrieben habe. Eine Geschichte, die zeigt, wie Leben da draußen inmitten der Sterne und solcher Welten aussehen könnte. Dieser Proxima Centauri B ist ein paar Kilometer entfernt von hier. Im schnellsten heutigen Raumschiff wird es rund 100.000 Jahre dauern, dorthin zu kommen. Aber wir haben die Technik und das Verständnis, diese Reise während eines Menschenlebens zu machen. Was wir nicht haben, ist die weltweite Organisation oder den Wunsch, diese Reise zu unternehmen. Die meisten Ressourcen unseres Planeten, die Finanzen, das Geld, das man braucht, um ein Raumschiff dorthin zu schicken, wird für Kriege ausgegeben. Ist das eine Kritik, die Sie anbringen? Ja, gewiss. Wenn ein Großteil unseres Bruttosozialproduktes für Massenvernichtungswaffen eingesetzt wird und nur ein Bruchteil eines Prozents in die Weltraumfahrt und die Weltraumforschung fließt, so stellt das für mich ein großes Missverhältnis dar. Fakt ist, dass wir Geld für Waffen verschwenden. Dieses Geld könnten wir für die Wissenschaft brauchen. Mit einem Bruchteil davon könnten wir ein Raumschiff nach Alpha Centauri schicken. Es ist sehr interessant für mich, das so zu hören, weil ich meistens einen anderen Vergleich höre, nämlich den Vergleich mit dem Geld, das wir investieren, beispielsweise um Malaria auszurotten oder um die Weltarmut zu beseitigen. Und dann wird oft gesagt, wir geben so viel aus für die Raumfahrt und so wenig, um das Leiden auf unserem Planeten zu beseitigen. Sie machen jetzt einen ganz anderen Vergleich.
Nun, die Investitionen in die Wissenschaft haben uns so weit gebracht, wie wir heute sind, in der globalen, technikgestützten Welt. Das hat Flugzeuge zum Fliegen gebracht. Das hat uns die fortschrittliche Medizin gebracht. Die Investitionen in die Wissenschaft erfolgen zufällig, denn man kann nicht voraussagen, welchen Nutzen man aus einer wissenschaftlichen Erforschung haben wird. Das Internet zum Beispiel war nur ein Nebenprodukt von Teilchenphysikern am CERN. Es wurde nicht direkt finanziert, es war nur ein Ableger. Dasselbe gilt für die Raumforschung. Sie hat zu vielen Fortschritten geführt, zum Beispiel in der medizinischen Bildgebung. Das ist nur ein Gebiet. Ich sage ja nicht, dass man das ganze Militärbudget in den Weltraum stecken solle. Einen kleinen Teil davon jedoch schon. Das ermöglicht neue Entwicklungen und Fortschritte. Herr Moore, Nietzsche sagte einmal, in irgendeinem abgelegenen Winkel des ausgegossenen Weltalls gab es einmal einen Gestirn, auf dem kluge Tierchen das Verstehen oder das Erkennen erfanden. Ich glaube, wir stehen noch ziemlich am Anfang des Erkennens, wenn ich Ihnen zuhöre. Aber wir haben offenbar auch noch ein bisschen Zeit. Packen wir es an. Ich bin gespannt, was Sie noch alles rauskriegen. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns zu Besuch waren. Dankeschön. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Nächste Woche spricht mein Kollege Yves Bossard mit der ungarischen Philosophin Agnes Heller. Sie hat als Jüdin den Holocaust und später den Stalinismus hautnah miterlebt. Heute erhebt die 88-Jährige ihre Stimme gegen die ungarische Regierung und plädiert für mehr Freiheit. Und jetzt gleich nehmen wir Sie mit auf Streifzüge durch die deutsche und belgische Kinogeschichte. Von der Stummfilmzeit bis zu Toni Erdmann, von den Dardenne-Brüdern bis zu Tim und Struppi. Zeit, sich zurückzulehnen also und den Feiertag zu genießen. Tun Sie's und bis bald.